Wir schaffen das moderne Sachsen war mein Anspruch und ist mein Anspruch nicht nur für die Regierungserklärung, sondern für meine Regierungsarbeit in den nächsten 4,5 Jahren. Und ich will daran gemessen werden, wenn wir dann am Ende der Legislaturperiode dann Resümee ziehen. Von daher fand ich die Reaktion etwas seltsam. Ich hätte mir eigentlich ein bisschen mehr inhaltliche Auseinandersetzung auch der Opposition gewünscht, aber anscheinend sind die bei wirtschaftspolitischen Themen ziemlich blank. Ich glaube, da gibt es ein unterschiedliches Verständnis von einer Fachregierungserklärung. Das ist eine programmatische Ansage. Das ist mein Programm, meine Ansage, was ich in den nächsten 4, 4,5 Jahren tun werde. Und daran will ich gemessen werden. Sie haben jetzt den Unterschied wahrscheinlich zwischen einem Parlamentsantrag und einer Regierungserklärung noch nicht verstanden, aber viele sind auch neu im Landtag. Wir stehen vor großen Herausforderungen, die auf der einen Seite durch die Digitalisierung aller Lebensbereiche und Wirtschaft beschrieben ist und auf der anderen Seite eben auch die veränderte Bevölkerungsentwicklung, die wir auch durch die Integration von vielen Flüchtlingen meistern werden. Und unsere wirtschaftspolitische Antwort heißt AIDA, das heißt Arbeit, Innovation, Digitalisierung und Außenwirtschaft. Das sind die vier Schwerpunkte, mit denen ich meine Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik stärken will, um Sachsen mit zu den führenden Regionen in Europa zu bringen. Denn wir haben hier das Potenzial, wir haben gut ausgebildete Fachkräfte, wir haben eine gute Forschungs- und Hochschullandschaft, wir haben Industrie, Handwerk und innovative Branchen. Das müssen wir zusammenbringen und diesen neuen zweiten Schwung holen, den wir brauchen, um zu den führenden Regionen Europas auch zu gelangen. Sachsen hat 25 Jahre lang eine hervorragende Aufbauarbeit geleistet. Wir können auf tolle Zahlen verweisen, nur was nützen uns gute Wirtschaftsdaten, was nützt uns auch die gute Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt? Was ist das wert, wenn wir nicht jetzt diesen zweiten Schwung holen? Denn die Aufbaujahre sind vorbei. Jetzt geht es darum, diese Potenziale, die wir in Sachsen haben, auch zu nutzen dafür, dass wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren zu den führenden Regionen auch aufschließen können. Und das bedeutet eben auch, dass wir unser Potenzial bei Forschung und Entwicklung, bei den Unternehmen und in der Arbeitsmarktpolitik stärken müssen, damit wir tatsächlich auch das Ziel erreichen können. Denn der Konkurrenzkampf unter den Bundesländern um die Fachkräfte, um Forschungsergebnisse, um Innovation ist riesengroß und er wird immer härter ausgefochten, denn Solidarität spielt in der Frage leider eine untergeordnete Rolle. Eine starke Wirtschaft braucht einen starken Staat. Es wird vielleicht manche wundern, weil wir auch in den letzten Jahren genau das Gegenteil immer gehört haben, dass eine starke Wirtschaft immer einen schwachen Staat will. Nein, Gegenteil ist der Fall. Wir brauchen einen handlungsfähigen Staat, der auch flexibel entscheiden kann, der klug argumentiert, klug auch reguliert und auch seine Fördermöglichkeiten so in die Waagschale wirft, dass kluge Investitionen stattfinden, gerade in Forschung und Entwicklung. Das sind alles staatliche Entscheidungen und dafür brauchen wir aber auch einen kompetenten öffentlichen Dienst, weil es sind Menschen, die Politik machen, es sind Menschen, die in der Verwaltung sind. Und die müssen wir stärken. In den letzten Jahren haben wir einen Personalabbau erlebt und auch eine Geringschätzung des öffentlichen Dienstes. Starke Wirtschaft wird nur dann stark sein, wenn es uns auch gelingt, wieder eine Wertschätzung in den öffentlichen Dienst hineinbekommen. Davon hat auch die sächsische Wirtschaft was.